Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memoria. Ja, lang ist her für mich, für euch nur ein Tag und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was wir jetzt hier gemacht haben letztens mal. Wir waren in der Geschichte, haben hier auch nichts zu tun. Ich glaube, Nuri ist hier davon. Wow. Was ist denn das? Ins Waldstück, Waldstück zum Zeltplatz, zum Wasserfall, zum Felsen, zum Waldstück, Waldstück, Felswand, Anhöhe hinauf ins Moor. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Hallo! Nichts. Die Truppen werden schon wissen, warum sie weitergezogen sind. Ich habe nicht den Befehl zum Anhalten gegeben, Breda. Was soll das? Warum stehen die Truppen still? Wenn die Suche weiter landeinwärts getragen wird, entfernen wir uns zu weit von der Stadt. Andergast wäre den Tulamiden schutzlos ausgeliefert. Aber was, wenn sie uns entwischen? Alle Spuren deuten darauf hin, dass sie sich hier in der Nähe aufhalten. Ich halte es für besser, wir halten die Stellung und gehen gezielt allen Hinweisen nach, statt planlos Richtung Steineichenwald zu ziehen. Nun gut, ich gebe dir etwas Zeit. Wenn wir allerdings bis dahin keine neue Spur haben, machen wir es, wie ich es sage. Bis dahin trägst du die Verantwortung. Verstanden. Aha, anscheinend gibt es hier ein kleines Problem. Breda, was ist denn los? Ich will bei der Suche helfen. Gibt es eine Spur? Ja, die Tulamiden waren bis vor kurzem hier. Ach, es war ja ein Aufstand. Allerdings wissen wir nicht, in welche Richtung sie anschließend geflohen sind. Besser, du überlässt alles Weitere uns. Es ist hier zu gefährlich für einen einfachen Bürger wie dich. Wenn der wüsste, was wir alle schon gemacht haben. Ich soll einen Befehl von den anderen Gruppen weiterleiten. Verdammter Heißsporne! Wer auch immer dich losgeschickt hat, sag ihm, dass außer mir niemand Befehle zu geben hat. Es sei denn, sie tun sich nächstes Jahr so sehr hervor wie Breda. Aber davon kann ich wohl nur träumen. Wie erfahrt ihr, wenn eine der Gruppen etwas gefunden hat? Ein Bote läuft mit einer Fackel von Gruppe zu Gruppe und hält sie alle auf dem Laufenden. Woran erkenne ich ihn? Du erkennst ihn gar nicht. Er trägt eine verzauberte Schriftrolle, die nur Magier im Dunkeln sehen können. So können wir ihn ohne Probleme erkennen. Alles klar, wir haben da doch was, um Magie aufzuspüren. Wie war das mit dem Boten? Er läuft von Gruppe zu Gruppe und damit wir ihn... Ich hoffe, ihr findet... Das werden... Gut, okay, wir können ins Zelt. Halt! Okay, können wir nicht. Dann wollen wir noch mal in den Wald. Und... Hier ist nichts. Sie ist zu steil. Da kommt niemand rüber. Gehen wir noch mal hier ins Waldstück. Okay. Eda! Habt ihr schon etwas gefunden? In diesem Waldstück? Nein. Wir sind auch gerade erst angekommen. Ursprünglich waren wir zwei Gruppen, die die Waldstücke nördlich und südlich von hier durchkämmt haben. Aber ohne Erfolg. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Der Baum sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Sieht aus, als wenn da irgendwas drinne wäre. Es gibt neue Befehle. Junge. Ist dieser Mann der Bote? Nein, Herrin. Er ist nur ein einfacher Bürger. Dann darf ich keine Befehle entgegennehmen. Okay. Ich suche den Boten. Er war hier und hat uns aufgetragen, bis auf Weiteres Stellung zu halten. Ist er noch hier? Darüber weiß ich nichts. Okay. Viel Erfolg. Und hier haben wir noch einen jungen Magier. Bitte sprecht mit meiner Leiterin. Sie kann euch besser helfen als ich. Damals. Wo ist er nur? Und das war's dann auch schon. Wir müssen also jetzt wirklich entweder die Leute finden oder den Boten finden. Hier mal stark an den Boten finden. Nuri. Oh, hallo. Hast du sie gefunden? Nein. Der Wald ist viel zu groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Welche denn? Starte im... Keine Ahnung. Beginne am Felsen und flieg dann weiter über das Moor. Bis zum Zeltplatz. Anschließend kehrst du hierher zurück. Gut.
Bis gleich. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Da müssen wir bestimmt später irgendwas machen. Also er war auf jeden Fall im Wald, der Bote. Hat nichts gebracht, gell? Ich habe nichts gefunden. Okay, wir gehen wieder runter. Also, Zeltplatz waren wir ja schon. In das war Fahi! Wo seid ihr? Nichts. Okay. Die Anhöhe hinauf. Du schon wieder. Ich helfe bei der Suche. Stimmt. Das ist doch dein Fachgebiet. Ungezieferfang. Dann zeig mal, was du kannst. Habt ihr schon Spuren von den Thulamiden? Nein. Werden wir hier auch nicht finden. Wir waren bereits vor der Suchaktion hier. Auf einem Übungsmanöver. Wenn sich die Ratten Richtung Moor geschlichen hätten, hätten wir es gesehen. Okay. Es gibt neue Anweisungen von oben. Sagt wer? Sage ich. Und der Leiter der Suchtruppen. Wenn du wirklich Teil unseres Mob wärst, wüsstest du, dass nur der Bote Befehle weiterleiten darf. Und du bist nicht der Bote. Das hätte ich sonst schon von Weitem gesehen. Okay. Wo finde ich den Boten? Vielleicht ist er hier, vielleicht auch nicht. Nur eines ist sicher. Das Ganze geht dich ein Schweinedreck an. Geh lieber wieder kleine Piepmätzchen fangen und überlass den Rest den echten Männern. Viel Glück. Okay, wir gucken jetzt mal mit dem Monokel. Angeblich trägt der Bote eine verzauberte Schriftrolle. Ich scheine ihn verpasst zu haben. Okay, hier ist er nicht. Wir gehen mal ins Moor. Wir schauen gleich mal hier durch. Hier ist er auch nicht. Aber hier ist irgendwas... Bevor er nicht an beiden Ufern festgebunden ist, ist es viel zu unsicher. Auf normalem Wege lässt sich da nichts mehr machen. Aber vielleicht auf verzauberten Wegen. Tada. Der Boden ist schlammig. Wie der Treibsand, von dem Giacomo mal erzählte. Ich gehe besser kein Risiko ein. Und dann haben wir noch die Lichter. Sieht nicht aus, als hätten sie Fahi schon gefunden. Gut. Jetzt kann ich ja noch tiefer ins Moor. Hera, komm raus. Du bist gar nicht der Bote. Bei den Zwölfen, wie lange dauert das denn noch? Okay, hier kommt anscheinend als letztes an der Bote. Schauen wir gleich mal nach. Hier ist nichts. Du siehst unglücklich aus. Unglücklich? Ich bin wütend. Seit wir hier im Moor angekommen sind, warten wir auf weitere Anweisungen. Aber der Bote mit den Befehlen kommt und kommt nicht. Wenn du ihn siehst, schick ihn her. Wenn ich ihn sehe. Viel Erfolg noch. Danke. Okay, hier war er also auch nicht. Ich gehe nochmal zu den Weibern hier im Waldstück. Ah, das war nur eins, gell? Ja. Nicht, weil das Wort Weib jetzt übel nehmen, das war jetzt nicht so böse gemeint. Hier ist aber auch nicht. Hier ist er auch nicht. Okay. Immer noch unseren Zeltplatz. Wäre natürlich lustig, wenn er genau hier ist. Ja, habe ich glaube ich sogar schon geguckt. Hier ist er auch nicht. Ja, hier ist er nicht. Okay, zum Felsen. Oh, Ritter Zornbold. Auch hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Ritter Zornbold, hallo. Ritter Zornbold? Ha, wenn das nicht Geron ist. Dich habe ich ja seit letztem Winter nicht mehr gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, war das kurz bevor der Seher verschwand. Wie ist es dir seither ergangen, alter Gauner? Hat deine Gruppe schon irgendwelche Spuren gefunden? Wir wissen, dass die Thulamiden hier einmal von Ost nach West vorbeigekommen sind. Oder von West nach Ost. So genau wissen wir das nicht. Wir können dem auch nicht nachgehen, da uns befohlen wurde, vorerst die Stellung zu wahren. Ich hasse es, untätig herumzusitzen. Ehrlich gesagt kenne ich euch nicht anders. Es gibt neue Befehle. Wie auch immer sie lauten. Ich darf von nur vom Anführer, das ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit im Mob kein Chaos ausbricht. Okay. Ist der Bote hier? Er war hier.
Vielleicht ist er es noch immer. Anders als die Magier kann ich im Dunkeln nicht sehen. Okay. Ich suche dann. Gehabt dich. Der Bote war hier, also bei dem Felsen war er auf jeden Fall. Im Waldstück, dann ist er vielleicht die Anhöhe hier. Ne, da waren wir doch gerade, oder? Ja, ja, gut, hier waren wir. Zum Ufer waren wir noch nicht. Hallöchen, Bote. Bist du bestimmt hier jetzt, oder? Immer noch nicht? Hier ist nichts. Dieses Waldstück ist voll von Soldaten. Ich muss das nicht verstehen. Anhöhe, Moor, Ufer, Waldstück, Waldstück. Hey! Hier sind sie. Ja toll, wo soll ich denn, hä? Du schon. Wo finde ich den? Vielleicht ist er hier. Nur eines ist. Geh lieber. Okay. Wir können überall nach dem Boten fragen. Er war beim Felsen. Er war auch in diesem Waldstück hier. Moment, wir machen mal nach. Die Gruppenleiterin. Hey da. Hallöchen. Bote. Ich suche. Er war hier und hat uns. Ist er noch hier? Viel Erfolg. Okay. Gehen wir ins Wasserfall. Okay, Nuri, hallöchen. Nuri, ich. Nuri geht ziellos schicken. Ich möchte, dass du bei deiner. Beginne am Fluss und flieg dann weiter Richtung Felsen. Über den Felsen. Bis zum Zelt. Bis zum Zeltplatz. Gut. Bis gleich. Oder ist es doch vielleicht bis zum Moor, weil der Moor ja wartet. Am Moor, der ist glaube ich der letzte dran, weil das war ja sonst war er überall. Geron! Oh, war richtig. In den Ästen eines Baumes sitzt ein kleines Mädchen. Wo genau? In der Nähe vom Fluss. Vor dem Baum stehen ein Mann und eine Frau. Die Frau liest in einer Karte. Darf ich versuchen, sie abzulenken? Ja. Versuche es. Gut. Bis gleich. Ich weiß zwar nicht, wie sie ausgerechnet auf die kommt, die abzulenken, aber es wird der Mission bestimmt hilfreich sein. Huhu. Habt ihr das gehört? Fangt mich doch, wenn ihr könnt. Lasst euch nicht verwirren. Zwei Männer sollen ihr folgen. Die anderen bleiben hier. Zu Befehl. Sie sind langweilig. Und viel zu viele. Zwei von ihnen haben mich bis zum Fluss gejagt. Die anderen sind am Baum geblieben. Verdammt. Aber danke. Bitte. Okay. Nuri sagte, Fahis Tochter versteckt sich da oben. Ich kann das allerdings nicht nachprüfen, solange hier unten noch jemand ist und sie töten will. Das stimmt allerdings. Heda! Viel Erfolg! Seht ihr dieses komische Licht hier, was hier hin und her fliegt manchmal? Ist er jetzt vielleicht hier? Nanu, jetzt kann ich auf einmal. Na, wer ist denn? Das lag an dem Licht. Bist du der Bote? Leider. Gerade will ich einfach nur noch schlafen. Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Ich habe mich zu diesem Dienst verpflichtet. Ich bringe ihn auch zu Ende. Und solange nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, schaffe ich es auch. Okay. Was hat es mit der Schriftrolle auf sich? Das ist eine magische Schriftrolle. Die Magier können sie im Dunkeln glitzern sehen und greifen mich da nicht an. Was steht drauf? Nichts.
Wichtig ist nur, was ich selbst zu sagen habe. Alle Befehle müssen erst durch mich durch. Das macht mich zu einem der wichtigsten Männer hier. Warst du schon beim Suchtrupp im Moor? Ich hatte gehofft, es merkt keiner. Das ist so weit ab vom Schuss. Ich dachte, ich kann das Moor auslassen, bis es neue Befehle gibt. Naja, der Gruppenleiter ist ziemlich sauer deswegen. Ach, ja, ja. Ich mache mich ja schon auf den Weg. Okay, der läuft jetzt zum Moor. Man sieht es an der Fackel. Moor. Tiefer ins Moor. Odem Arakulum nutzen. Wieder nichts. Aber der hat bestimmt neue Befehle jetzt bekommen. Was ist? War der Bote inzwischen hier? Ja, aber es gab nichts Neues. Wir stecken hier immer noch fest. Ich habe ihm gesagt, er kann sich zum Namenlosen scheren und ihn fortgejagt. Viel hat mir das nicht gebracht. Okay. Dann gehe ich mal wieder weg und schau mal, wo der Bote ist. Der Bote ist beim Felsen. Da hinten ist der Bote. Warst du schon im Moor? Ja, ging schneller als ich dachte. Der Gruppenleiter im Moor hat wieder nach dir gefragt. Na gut, von mir aus. So schlimm ist der Weg dorthin zum Glück ja doch nicht. Okay. Was ist? Ja, Bote. War der Bote inzwischen hier? Ja, aber es gab nichts noch. Ich habe ihn... Oh, ach klar, warte mal. Wenn wir das Seil, ne? So, dann und... Ja, dann geht er zum Waldstück. Und dann gehen wir mal hier hin. Schmeißen das Orakulum Arakrillerum an. Da ist er wieder. Und hallo Bote, sag mal, der... Noch wach? Der Gruppenleiter... Na gut, so schlimm ist der... Naja, der Weg ist gar nicht so schlimm. Sei natürlich, man steckt fest, ne? Na, dann schlaf mal gut. Schriftrolle. So... Ja, du scheinst sie verpasst zu haben. Du scheinst so einiges im Leben verpasst zu haben. Morsches Seil. Und dann gehen wir mal in den Wald. Und dann gehen wir mal in das Waldstück. Und dann... Die sehen es jetzt natürlich wegen der Schriftrolle. Gruppenleiterin. Feder. Ah ja, Befehle. Junge. Er trägt zumindest das Zeichen des Boten. Das soll mir reichen. Was sind die Befehle? Eure Gruppe soll die Suche in diesem Waldstück abbrechen und weiterziehen. Den Fluss entlang? Da kommen wir gerade her. Aber nun gut. Befehl ist Befehl. Ich werde allerdings nicht das gesamte Waldstück aufgeben. Junge, du bleibst hier. Schrei, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Zu Befehl, Herrin. Ach, alle Lichter sind... okay, alles klar. Eine wäre ich schon mal los. Musst du alleine Stellung halten? Ja, aber ich habe keine Angst. Meine Gruppe ist nicht weit. Ich muss nur rufen und sie sind hier. Okay. Du bist jetzt allein. Bist du sicher, dass deine Gruppe deine Schreie hört? Ja, ich habe nichts zu befürchten. Ich weiß, dass ich mich auf meine Kameraden verlassen kann. Wenn du meinst. Okay, geht das weiter? Du bist jetzt... Ja, okay. Es gibt einen neuen Befehl. Du sollst deiner Gruppe folgen. Ich kenne meine Befehle. Wenn sie sich ändern, wird meine Leiterin das selbst ausrichten. Ich bleibe hier. Du bist jetzt... Okay. Ruhm und ich...
Dann